Willkommen zurück in Old King's Castle bei Die Siedler, das Erbe der Könige, mit mir, Gaius Julius Caesar. So, wir haben jetzt hier unser Dorfzentrum repariert, aber wir sind leider noch nicht aus dem Schneider. Wir müssen jetzt schauen, dass wir so schnell es geht hier die Technologien erforschen, um hier eine Wettermaschine bauen zu können. Dafür sammeln wir am besten dann auch schon mal Ressourcen. Sehr viel Holz, das haben wir. Stein und Schwefel liegt auch bereit, wobei wir tatsächlich ein bisschen Schwefel noch brauchen könnten. Deswegen schicke ich mal gleich noch ein paar Leibeigene dorthin, die jetzt hier mir Schwefel abbauen. Aber gern. Oh, und es scheinen schon wieder Feinde zu kommen. Feinde. Hat jemand eine Kanone? Okay. Wie ihr wollt. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. So, Erik, kümmere dich mal darum. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft. Und du baust eine Kanone. Achtung mit der Kanone jetzt. Zack. Jawohl, da haben wir sie alle vernichtet mit Erik. Salim, heil dich mal schnell. Bleibt in meiner Nähe, damit ich eure Wunden heilen kann. Genau. Das ist nämlich ganz wichtig. So, Erik kümmert sich um die hier und unsere Kanone schießt. Das ist doch schon mal sehr gut. Haben wir hier... Die können wir auch mal noch in die Nähe ziehen. Ach, in großer Gefahr ist niemand. Hier sind doch noch ganz viele Leibeigene, die jetzt mal schnell Schwefel abbauen sollen. Ja, Salim ist tatsächlich ein klein bisschen in Gefahr. Deswegen laufe ich da mal ein bisschen weg. Erik, der steckt einfach richtig gut ein, muss ich sagen. So, das heißt, das kriegen wir jetzt hier auf jeden Fall verteidigt. Wir müssen weiter erforschen. Jawohl. Habt ihr jetzt hier eigentlich schon genügend... Ah, wir brauchen hier noch ein Haus und einen Bauernhof. Dann machen wir das doch mal. So. Ach, schaut mal an, hier ist doch noch eine Mine, oder? Haben wir die ganze Zeit... Nichts lieber als das. Ah, wir kommen hier nicht hin. Aber gern. Verstehe. Was ist denn hier? Ah, hier ist so ein Fels. Kein Problem. Okay. Ja. Hab mich schon gewundert. So, ihr dürft euch mal wieder hier zurückziehen, Freunde. Ausbau. Salim, du darfst hier mal eine Falle wieder aufstellen. Da werden sie schauen, die Schakale. Und wir sollten den Flaschenzug erforschen. Sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es ist Zahltag. Ja, wir brauchen alle noch ein Haus. Sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ich will das alles immer nicht so eng bauen. Aber bauen wir hier oben noch ein Haus hin. So, jetzt können wir nämlich einmal den Wetterturm bauen. Der das kommt hier hin. Und es gibt zu wenig Betten. Dann in eurem bauen wir Wetterkraftwerke natürlich. Natürlich. Einmal hier eins hin. Aber und hier eins hin. Ja, ihr seht, wir müssen jetzt hier schnell viel bauen. Dann kriegen wir auch schnell den Wetterwechsel hin. Und dann läuft alles nach Plan. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Ingenieur beginnt mit der Arbeit. So, wir können hier vielleicht mal noch ein paar Upgrades machen. Es gibt zu wenig. Dafür Betten haben wir genügend Ressourcen gerade auch. So, das war schnell, Freunde, das war schnell. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Nee, mach ich nicht. Sie schaddert. So, und da scheinen schon wieder Feinde, aber so diesmal von der anderen Seite hier wie zu kommen. Auf in die Schlacht! Feinde greifen euch an. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalif. Da sind sie. Bei Mohammed. Es sei. Streitet furchtlos. Ha! So, Erik, du kümmerst dich immer wieder drum. Auf in die Schlacht! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächsten. Perfekt, Erik hat mal wieder hier fast alle getötet. Produzieren nicht genug. Salim, kümmere dich um die Kanone hier. Ist ausgebaut. Für die Ehre! Ah! For honor! So, sehr schön. Eure Arbeiter bezahlen.
zahlen ihre Steuern. Wieder einmal gerettet. Oder auch nicht. Da unten kommen noch weitere Feinde. Okay. Die habe ich gar nicht gesehen. Die sieht man hier auch schlecht auf der Minimap gerade. Folgt mir in den Kampf! Das haben wir gleich. Eine Kanone ist auch immer gut. So, ihr braucht alle relativ lange hier. Ja. Und wir brauchen hier noch einen Bauernhof wahrscheinlich. Das wage ich nicht. Der Rest darf hier wieder an die Arbeit. Ja, ja. Ich hoffe, dass drei Wetterkraftwerke schnell genug sind. Eure Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Oh, wo lauft ihr denn hin? Folgt mir in den Kampf! Ihr lauft hier ziemlich ins Gebiet der Feinde. Und habt keine besonderen Fähigkeiten mehr. Zieht euch mal zurück. Rückzug, Freunde. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ausbau fertig. Ist ja gut. So, jetzt haben wir hier auch mal wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, ja. Was macht ihr? Ihr dürft hier mal noch Holz hacken. Ist gut. Und hier noch ein bisschen Schwefel. Ich hab getan, was ihr wolltet. So, jetzt sollte das doch relativ schnell klappen alles. Jupp. Ja, die haben auch alles, was sie brauchen. Sehr gut. Dann können wir sicherlich hier auch noch weitere Technologien holen. Um all eure Siedler versorgen. Perfekt. Zu können. So, und ihr bleibt jetzt hier mal ein bisschen weg, weil wir werden jetzt hier bald den Sommer herholen. Und dann läuft das doch richtig gut. Hier können wir schon mal ein bisschen auch Sachen verbessern. Hier ebenso. Jawohl. Steinmetzhütte, die fehlt uns. Ach doch, nee, die haben wir hier. Das dachte ich schon, die fehlt uns. Gut, hier wird alles erforscht. Und jetzt warten wir hier mal noch kurz, bis wir den Sommer machen können. Ein Held ist in großer Gefahr. So, und Dario blinkt schon wieder hier. Ausbau abgeschlossen. Angriff! Erik geht hier mal wieder todesmutig in den Angriff. Auf in die Schlacht! So kommt ihr uns nicht davon. Können wir schon den Wetterwechsel machen? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Können wir. Okay, zieht euch schnell zurück. Rückzug. Ist ausgebaut. Wetterwechsel. So, jetzt schlägt das Wetter um und es müssten hier eigentlich alle Feinde sterben. Ach, endlich. Endlich ist das Eis weg. Jetzt werden bessere Zeiten anbrechen. Wie ich sehe, seid ihr im Besitz einiger Kristalle eures Vaters. Sie beherbergen eine große Macht. Ihr müsst sie gut verwahren und weise einsetzen, Herr Dario. Nun, da das Eis gebrochen ist, sind auch einige zugeschüttete Wege ins Dorf wieder zugänglich. Nun wird es aber auch General Kerberos möglich sein, uns über diese Wege von Osten her anzugreifen. Oh, verdammt. Er ist die rechte Hand König Mordreds und gilt als besonders gefährlich. Wir müssen ihn ein für alle Mal besiegen und aus dem Land jagen. Er hat sein Hauptquartier in einer alten Feste im Osten bezogen. Seine Truppen zieht er aber nahe unserer Grenzen auf. Dort müsst ihr ihn stellen. Ja, verdammt, das habe ich natürlich nicht bedacht. Vertreibt General Kerberos. Ja, so, halt den einen hier vielleicht noch erledigen. So, das heißt, wir müssen jetzt relativ schnell handeln. Oh Gott. Ist in Ordnung. Die kommen jetzt einfach schon und greifen uns an. Wir haben noch nicht mal irgendwie irgendwas zur Verteidigung aufgestellt. Dann bauen wir jetzt hier erstmal eine Kaserne. Und wo sind jetzt unsere Helden eigentlich?
Ach, der flieht hier vor uns, dieser Feigling. Oh Gott. Euer Dorf steht unter Beschuss. Ja, Milord. Wo, ich weiß auch gar nicht, wo die hier hinwollen, aber gut. Den Palisterturm kann ich nochmal ausbauen. Wird erledigt. Kein hier Problem. Einen zweiten bauen. Fertig. Wenn's denn sein muss. So. Ausbau abgeschlossen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja, da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, dass jetzt gleich die Feinde hier kommen. Auf in die Schlacht! Auf in die Schlacht! Spürt meine Klinge! Ja, das war jetzt nicht so gut der Schlag hier. Fertig, Meister. So, jetzt erledige doch hier nochmal ein paar, bitte. Pilgrim, eine Kanone hier aufstellen. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Einer eurer Helden wird angegriffen. Ihr müsst mehr Steine ja, besorgen. Ja, und jetzt haben wir natürlich Steinprobleme. Bezahlen ihre Steuern. Jetzt haben wir natürlich Steinprobleme. Natürlich. Das heißt, wir schicken euch nochmal dorthin. Lieber als das. Haben wir nicht noch irgendwo einen weiteren Steinbruch gehabt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. So, eure die kämpfen Bauern jetzt hier alle tapfer. Produzieren nicht genug Essen. Ah, da kommen aber immer mehr Feinde. Achtung! Gleich macht es Rums! Feinde haben einen Held attackiert. Ja, Pilgrim, lauf mal bitte weg. Ja? Bist nämlich fast tot. Wird gemacht. Ja, ist gut. So, hier gleich mal noch einen Kanonenturm. Und hier einen weiteren Turm bauen. Ist in Ordnung. So, und es wird jetzt Zeit, dass wir hier noch Technologien hier erforschen. Also. Jetzt müssen wir uns echt ein bisschen ranhalten. Ist in Ordnung. Damit habe ich jetzt einfach nicht gerechnet gehabt. Ah, Gott, zieht euch doch zurück. Oder ich weiß, wie wir das machen. Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Die müssen jetzt eigentlich fliehen. Aber die fliehen in unsere Richtung hier. Ihr braucht mehr Steine. Nicht so gut. Sofort. Das ist gar nicht gut. Folgt mir in den Kampf. Steine, hier sind doch Steine. Schlagt Steine. Erek hält zum Glück noch viel aus. Ah, aber die haben Kanonen. Streitet furchtlos. Folgt mir in den Kampf. Ich schick nochmal Erek vor. Salim. Kannst du schon wieder jemanden heilen? Das kann kein Ungläubiger besser. Ich brauch noch mal deine Spezialfähigkeit, Erik. Umschlagen. Regen steht uns bevor. Feinde haben einen Held attackiert. Es ist Zahltag. Das Gebäude. Okay, wir müssen uns hier nochmal zurückziehen. Aufgebaut. Wir bräuchten schnell mehr Stein, sonst haben wir ein Problem. Der Sieg wird unser sein. Ihr braucht mehr Steine. Ja, das ist mir bewusst. Ihr müsst mehr Steine besorgen. So, hier ihr Steine. Die Wäsche ins Trockene bringen. Wir schicken schon mal Verstärkung hoch. Das kann ich. Gut, dass wir hier schon mal wenigstens den Kanonenturm haben. Den hier hätten wir eigentlich auch gar nicht mehr bauen müssen. Wir müssen eigentlich hier jetzt stark sein. Na, bleib mal da. Die Sache als erledigt. Bau mal. Das Gebäude ist ausgebaut. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Forschung abgeschlossen. So, zieht euch hier mal noch mal ein bisschen zurück, bitte. Auf in die Schlacht! Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ihr dürft mal hier reparieren. Seid unbesorgt. Ja, natürlich. Oh, wir ziehen uns mal wieder ein bisschen zurück. Ja, Herr. Dafür sind wir genau die Richtigen. Die selbstschießende Kanone wäre auch ganz gut. Ah, und hier oben brauchen wir unbedingt einen Turm. So, hier einen Kanonenturm draus machen. So, Salim, wie sieht's aus? Attacke! Vielleicht können wir einmal die Kanone hier wenigstens vernichten, das wäre ganz gut. Ja, die flieht hier aber. Auf in den Kampf! Fertig, Meister! Auf in die Schlacht! Ah, ich darf die Helden nicht verlieren, Pilgrim. Das könnte ein bisschen lauter werden.
folgt mir, Brüder! So, Eric, zieh dich schnell zurück. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, zieht euch mal alle am besten zurück. Wird angegriffen. Kein Problem. Der Leibeigene steht auch wieder mal perfekt. So, Eric hat überlebt. Ja, das ist ja schon mal gut. Wie ihr wollt. Weh euch, ihr Ungläubigen! Ausbau fertig. Ihr braucht mehr Steine. Ja, ist ja gut. Wir machen das schon. Natürlich. Eric, halte ich mal ein bisschen noch zurück. So, wir brauchen hier noch die ganzen Verbesserungen. Ihr braucht mehr Steine. Ja, wir brauchen mehr Steine, richtig. Das wurde perfekt erkannt. Ein Held ist in großer Gefahr. Welcher Held? Oh Gott, Pilgrim, was machst du denn? Kein Problem. Nichts lieber als... Oh, Pilgrim, lauf weg. Wird gemacht. Kannst du vielleicht noch Dario schnell retten? Betrachtet die Sache als erledigt. Lauf. Wird gemacht. Ja. Okay, Dario lebt wieder, das ist sehr gut. Ist das nicht wundervoll hier? Gott, ist das jetzt hier aufwühlend. Ja, das kostet natürlich auch Stein, war ja klar. So, hier unten war aber doch noch irgendwo Stein. Ja, ist gut. Meine Güte, da waren wir jetzt echt nicht so vorbereitet. Dachte ich, wir haben jetzt erstmal Ruhe. Nein, nichts. Kein Glück. So, ein paar Speerträger gegen die Kavallerie brauchen wir dann auch. Hier kommen jetzt unsere ganzen Verbesserungen und als nächstes bauen wir dann eine Schützenkaserne. Die Frage ist nur, wohin? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe ja schon mal immerhin drei Kanonentürme hier zur Verteidigung. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Ich glaube, das passt hier nirgendwo hin. Das ist das Problem. Ja, jetzt kommen gleich schon wieder Feinde. Wir müssen das schnell bauen. Ja, wir müssen es leider auch so weit wegbauen. Pilgrim, kannst du schon wieder deine Kanone aufstellen? Inshallah. So wird es gehen. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Ja, Sidi. Salim, ein bisschen zurückziehen. Ja, Milord. Der Schwertkämpfer darf auch nochmal hierher. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir kümmern uns darum. Die Speerträger dürfen schon mal an die Front. Das kann ich. Die Wetterkraftwerke habe ich hier etwas unclever gebaut. Ich weiß nicht, ob es Winter wieder werden kann und ob wir dann die Wetterkraftwerke noch brauchen. Aber die nehmen ja hier jetzt eigentlich nur Platz weg. Deswegen reiße ich das hier mal ein, das erste auf jeden Fall. Die laufen schon wieder zu schnell voran. Auf in die Schlacht! Ha! Fertig! Wie ihr wollt. Ja, natürlich. Das Problem ist, die haben Kanonen. Sofort. Das heißt, wir brauchen schnell unsere Bogenschützen, die weiter eine große Reichweite haben. Zum Glück haben wir gerade noch genügend Geld. Das kann sich aber bald ändern, deswegen baue ich hier auch schon mal eine Kapelle. Hier einmal hin. Sofort. War hier nicht noch irgendwo Stein? Ihr werdet angegriffen. Kaum noch. Ich tue mein Bestes. Seid unbesorgt. Ja, einmal bitte die Kanone hier vernichten und dann zurückziehen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Okay, Rückzug. Seid unbesorgt. Bots, Mekka und Medina, natürlich. Wieso wird dieser Stein eigentlich nicht abgebaut? Das waren die Leibeigenen, die ich darüber geschickt habe, nicht wahr? Nichts mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Wie immer hier alle wieder gehen wollen. Also ich weiß ja nicht, was hier mit euch los ist, Freunde. Einer eurer Helden wird angegriffen. Zahltag. Wie ihr befehlt. So, oh, wir müssen gegen diese Kanonen wieder vorgehen. Ein Priester tritt in eure Dienste. Ein Priester, wahrlich. Attacke! Der Sieg wird unser sein! Salim, du darfst gleich mal wieder alle heilen, wenn das nötig wird. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt schon mal daran. Wo sind eigentlich meine ganzen Leibeigenen? Dort. Ich habe nämlich keins. Wenn's denn ihr dürft hier hoch noch kommen, wenn ihr wollt. So. Wird erledigt. Ja, wir brauchen mehr Stein einfach. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Eric ist mal wieder hier übermütig geworden. Aber er hat gleich seine Verbesserung. Natürlich. Ja, Milord. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Zack.
Jawohl. Da haben wir gerade richtig starke Einheiten bekämpfen können. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Deckt mal den Rückzug hier von Eric bitte ab. Wir erledigen das. So. Sofort, ja. Dann, wo ist denn jetzt hier die Kaserne wieder mal? Ich kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Ach so, wenn jemand trainiert, okay. Machen wir das mal so. Ja, Herr. Schicken euch dorthin. Ihr braucht mehr Steine. Ja, wir brauchen noch mal ein bisschen Stein. Gleich haben wir die 300. Das kriegen wir schon alles hin. Müssen wir jetzt halt alles ein bisschen gleichzeitig machen. Wir bräuchten vielleicht noch Steinmetze. Ja, das wäre ganz gut. Wir fehlen hier schon wieder. Wo sind denn eigentlich die ganzen Leibeigenen? Hier sind ganz viele. Im Leben nicht. Ausbau vollbracht. So. Okay, so weit, so gut hier. Ihr braucht mehr Steine. Ja, das ist mir leider auch bewusst. Ausbau abgeschlossen. Eisen werden wir bald auch viel brauchen. Oh, Eric ist doch noch gar nicht richtig geheilt. Zieh dich mal noch zurück. Ergreift sie. Boah, die kommen schon wieder hier, diese Reiter, und greifen uns an, oder was? Und zieht euch mal zurück. So, und wir müssen die Kanonen einmal fixieren, bitte. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So, Pilgrim. Ausbau abgeschlossen. Achtung mit der Kanone. Eine Kanone. Da werden sie schauen. Eine Falle. Eric, Rückzug, du bist doch halb tot. Dario, du darfst die Feinde einmal bitte eure Haut, solange ihr es könnt. Zurückhalten. Wie ihr wünscht. Das kann so, wir bauen jetzt hier nach und nach auf jeden Fall eine ordentliche Verteidigung meint, auf. In Ordnung. Ihr braucht mehr Steine. Ja, das habe ich jetzt schon so oft gehört. Wir brauchen mehr Steine, das ist mir bewusst. Ja. Wir brauchen auch mehr Gebäude. Natürlich. Oh, wir haben keine Bevölkerungsplätze mehr frei. Das heißt, wir brauchen auch dafür mehr Stein. Ach, hier ist doch Stein, Leute. Ja, na gut. Wie ihr befehlt. Wir erledigen das. So, Upgrade einmal hier. Und hier haben wir auch gleich das Upgrade. Dann fehlt, glaube ich, aber noch eine Stufe. Nun über das Wissen über eine neue Technologie. In Ordnung. Dann zieht euch nochmal zurück hierhin. Ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Noch einen Bauernhof. Ich hab getan, was ihr wolltet. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und noch ein Haus, bitte. So. Sicherert nichts lieber als das. Na, schaut mal hier, ihr dürft noch zum Steine kloppen gehen. Ja! Passt hier noch ein Turm hin? Das wäre cool gewesen. Bauen wir einfach noch schnell hier einen Turm. Einige Siedler haben nichts zu essen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So. Hier haben wir gleich mal wieder Verstärkung. Und wir wollten ja unsere Kapelle eigentlich auch noch verbessern. Dafür brauchen wir hier auch noch was. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Perfekt. So, das läuft doch jetzt schon mal richtig gut. Wir kriegen ordentlich die Verteidigung hin und in der nächsten Folge wird dann auf jeden Fall der Angriff auf Kerberos stattfinden. Und jetzt bitte noch den Stein hier abtragen. Das wäre mir recht wichtig. Denn einen Bauernhof haben wir anscheinend ganz umsonst gebaut. Das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Ich bin zuversichtlich, dass du das kannst. Ja, wir brauchen viele Steine. Neue Technologie ist erforscht. Ausbau. Und langfristig brauchen wir auch mehr Eisen. So. Ach, hier bräuchte ich doch auch nochmal Steine, Mensch. Jetzt trauen sie sich irgendwie nicht mehr, hier anzugreifen. Fertig, Meister. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Habe Holz gefällt.
Ach, bei der netten Lichtung, wo du Holz gefällt hast. Na, sag das doch. Natürlich. Sag das doch gleich. So. Wird auch direkt mal ausgebaut. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Verteidigung hier stehen. Und werden nicht mehr so unter Druck geraten. Das finde ich schon mal gut. Dann brauchen wir jetzt noch die restlichen Verbesserungen, die hier möglich sind. Auch in der Schmiede vor allem natürlich. Sonst haben wir bald dann kein Eisen mehr. Und kein Geld mehr. Ausbau abgeschlossen. So, und wir haben vor allem auch bald keinen Bevölkerungsplatz mehr. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Hat jemand mitgezählt, wie oft das jetzt schon gesagt wurde, dass wir zu wenig Stein haben? Ach, na gut. Ja, ich glaube, unsere Steinmetze machen schon ihr Bestmöglichstes. Ich hätte, warte mal, wir hatten doch hier noch einen weiteren Steinbruch, oder? Aber den habe ich, glaube ich, Ah, tatsächlich, hier war der. Oh, ich spüre Feinde kommen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ja, die trauen sich gar nicht hierher. Die ziehen sich schon wieder zurück, die Feiglinge. So, einmal bitte zum Steinbruch hier hin. Aber gern. Und wir haben nochmal 3 volle Bogenschützentrupps. Ja. Sehr schön. Geschafft. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Hier wird nochmal alles verbessert. Die Bogenschützen haben die höchste Stufe erreicht. Da gibt es dann auch noch mal ein bisschen Eisen, das ist auch gut. Ausbau vollbracht. Ach genau, wir hätten den Stein hierfür gebraucht. Ja, ihr seht, im Late Game braucht man einfach bei den Siedlern so viel Stein, das denkt man gar nicht. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt hier ist auch noch Stein, okay. Ja gut, der Eisenschacht wäre interessant. Kommen wir da eigentlich hin? Ist gut. Schauen wir mal, wie der da hinläuft, weil dann müssten ja hier keine Feinde mehr sein. Euer Dorf wird angegriffen. Heureka! So, jetzt wird aber erstmal noch das Gemeindezentrum zum Stadtzentrum ausgebaut. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie. Hier holen wir uns das Upgrade. Und hier, wenn es geht, jetzt können wir noch einen Kanonenturm bauen. Gut, dann haben wir, glaube ich, erstmal genügend Kanonentürme. Unsere Truppen müssen ja auch noch irgendwie durchpassen. Und dann holen wir uns hier noch die ganzen Upgrades. Perfekt. Mehr Siedler können nicht aus ja, und Dorf wir haben auch kein Eisen mehr jetzt. Ist kein Platz mehr vorhanden. Das heißt, wir bräuchten noch einen Marktplatz am besten. Über eine neue Technologie. Das Gebäude ist ausgebaut. Wo habe ich denn unsere ganzen Leute? Die habe ich hier rüber geschickt, oder? Ja. Ihr braucht mehr Steine. Ja, ist ja gut. Ausbau vollbracht. Ja, dann sollten wir jetzt vielleicht noch einen Marktplatz bauen. Und beim nächsten Mal noch ein bisschen dann Steine handeln. Ist eigentlich hier der Platz auch wieder frei? Ne, der ist irgendwie noch verschüttet hier, das Ganze. Na schön. Jupp. So, dann wird hier ein Lager und dann hoffentlich ein Marktplatz gebaut, dass wir dann vor allem Eisen dann kaufen können. Und der Leibeigene, der hier läuft, ich glaube, der braucht ein bisschen, oder? Kann das sein? Kein Problem. Ah, hier ist auch noch Stein. Gut zu wissen. Na gut, dann sind wir jetzt hier erstmal am Ende der Folge angelangt. Wir konnten uns erfolgreich verteidigen und in der nächsten Folge werden wir dann in die Gegenoffensive gehen und Kerberos angreifen. Also alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Gaius Julius Caesar.